Thema heute Abend ist agiles Projektmanagement. Ich habe nur 4 Punkte. Projektmanagement, was ist es grundsätzlich? Dann agiles Projektmanagement, Scrum und dann, wenn die Zeit bleibt, ihr habt jetzt alle, seid ja viel zu Hause, vielleicht habt ihr auch mal die Möglichkeit, mal so ein Tool anzuschauen. Dann gebe ich einfach ein paar Hinweise, welche Tools das momentan so auf dem Markt sind, die man dann einfach auch mal ausprobieren kann. Warum Projektmanagement? Theoretisch könnte ich alleine über diese Frage bestimmt locker eine gute Stunde, 2 Stunden referieren. Ich habe es mal versucht, in ein paar Punkte zusammenzubringen. Zum einen mal, ich meine, ihr kriegt das, ich hoffe, ich kann du sagen, ich sag's einfach mal, ich bin so frei. Ich hoffe, ich denke, ihr kriegt es ja mit, dass draußen sich das Leben, die Anforderungen an die Unternehmen, ob es jetzt große oder kleine oder Mittelständler sind, das ändert sich extrem stark. Sag mal, es ist alles so kurzzeitig, es ist alles so schnelllebig, also es ändert sich extrem. Darum ist das Thema Projektmanagement auch hier ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Die Komplexität nimmt zu. Das heißt, wenn ich vollkommen unstrukturiert arbeite, dann falle ich auf die Nase. Deswegen auch hier Projektmanagement, um eben eine gewisse Komplexität, sagen wir mal, einigermaßen in den Griff zu bekommen. Dann ganz wichtig, jetzt gerade aus dem Corona, Mitarbeiter müssen bereichsübergreifend und auch weltweit zusammenarbeiten. Jetzt kommt natürlich das Thema Homeoffice noch mit dazu. Davon abgesehen, ich bin ja begeisterter Homeofficer. Ich arbeite immer da, wo es mir gerade am liebsten, am besten passt. Das kann ich relativ gut machen und ich kann es auch nur empfehlen. Und jetzt durch Corona werden wir gezwungen. Ich sage, hat jetzt auch mal ein paar Vorteile. Ne? Das heißt, wir lernen das auch, dass man von zu Hause arbeitet. Es ist erstmal ungewohnt, aber auch das ist eine Riesenherausforderung an das Thema Projekte. Wie schaffe ich das weltweit, dass die Teams weltweit zusammenarbeiten und zwar online. Nicht sich E-Mails schicken, sondern wirklich online. Und das zeige ich nachher, wenn es geht, am Tool. Dann Thema die Projektmanagement, also das Umfeld für Änderungen, verdrängt natürlich die fachliche Qualifikation, die hierarchische Ausrichtung. Das heißt, ich brauche Spezialisten. Das heißt, durch diese Technologie, die jetzt so extrem schnell sich verändert, ich brauche ständig Spezialisten. Nur muss man hier wieder dran denken, der Spezialist, der ist auch nur wieder kurzlebig. Das heißt, auch der Spezialist muss sich immer wieder an das neue Thema dran gewöhnen. Ne? Und das ist auch Thema Projektmanagement. Dann im Prinzip Kooperation, ist klar, haben wir schon viele Beiträge heute gehört, auch von der Anja Wagner ganz am Anfang, das Thema Kooperation weltweit. Das ist heute, ich sage es ganz einfach, ein Muss, ohne das geht es nicht. Und natürlich die Projekte selber, nicht nur die Unternehmen, sondern die Projekte selber werden auch internationaler. Da kommt auch mein Hintergrund her. Ich war bei vielen Projekten, ob die jetzt in der Flughafen in Peking war oder in Korea, in Seoul oder in den USA drüben oder in Griechenland, nicht in Griechenland, in Spanien. Also von dem her, ich war sehr viel international unterwegs und diese Anforderungen an die Internationalität, die war schon immer. Es war aber früher sehr viel mit Reisen verbunden und das Thema ist heute ein bisschen anders. Das müssen wir einfach angehen. Und natürlich auch entsprechend bei agilen Projekten. Okay, Projektmanagement selber steige ich jetzt mal direkt drauf ein. Projektmanagement, sagen wir mal, gibt es klassische, wie soll ich das sagen, klassische Phasen. Ich nenne es jetzt mal Projektmanagement-Phasen, Projektlebenszyklus. Das ist eigentlich wurscht egal, um was es für Projekte geht. Das ist egal, ob ich jetzt hier einen Flughafen baue. Oder ob ich, sagen wir mal, als Schüler, sagen wir mal, einen Schulausflug plane oder eine Party plane. Die Fragestellungen, die Grundfragen, die da sind, die sind eigentlich immer gleich. Das fängt immer damit an, okay, ich habe da eine Idee, da irgendwas muss passieren. Das heißt, ich mache da irgendwo so eine Problemanalyse oder Initialisierung oder ich mache mal, ich habe da eine Idee, wie gehe ich das ganze Thema an. Das heißt, ich fange überhaupt erstmal an, darüber nachzudenken. So, wenn ich mal da die ersten Gedanken vielleicht mit einem Mindmap angefangen habe zu sammeln in irgendeiner Form, so und dann denke ich schon mal drüber nach, okay, so jetzt kann ich das mal ein bisschen konkretisieren. Das heißt, ich definiere mir mehr oder weniger so, was will ich denn jetzt einigermaßen tun? Na, und jetzt haben wir ja vorhin der Vortrag, ich weiß nicht, wer drin war, Design Thinking, auch hier geht schon los, dass jetzt gerade bei den neuen Technologien, dass man hier mal drüber nachdenkt und wirklich auch im Design Thinking Prozess wirklich den fantasiefreien Lauf lässt. Ne? Der fantasiefreien Lauf lässt und all diese Themen sammelt. Und dann fängt man hier an, einfach mal sich so ein paar Storys
zu definieren, das Ganze. Und das setzt man dann in der nächsten Phase um, so eine Art Planung, wie könnte das funktionieren, wo gibt es da Zusammenhänge, das Ganze. So, und dann, wenn wir das alles klar haben, dann steuern wir das, machen wir das ganze Thema durch und dann bis zum Schluss, bis zum Abschluss. Und das Ganze, das ist das EMA, das ist ein klassisches Projektmanagement-Phasendiagramm und das wird uns immer wieder einholen. Und wie gesagt, das ist da wurscht egal, ob ich da, sagen wir mal, eine USA-Reise plane, eine Motorradtour plane. Alexandra, du fährst ja auch Motorrad, na, und von dem her selbst eine große Tour fängt immer mit solchen Themen an. Initialisierung, dann definiere ich mir genau, so eine plane ich das, dann mache ich das. Und am Schluss mache ich meinetwegen eine kleine Bilderreihe oder ich mache einen schönen Abschluss oder irgendwas. Diese fünf Phasen, die habe ich eigentlich immer. So, und das ist eben das, was man sich als Projektmanager immer im Kopf haben muss. So, jetzt schauen wir uns mal das genauer an. Und diese fünf Phasen, die sind wiederum selbst in jeder Phase drin. Wenn man mal hier die Probleme anschaut, selbst da sind die drin. Auch die Initialisierung fängt immer an mit, ich habe eine Idee, so dann definiere ich mal das Thema da drin. Das wiederholt sich. Und das ist eben das Schöne am Projektmanagement, es ist so klar strukturiert. Ja, und es ist immer das Gleiche, es ist so klar strukturiert. Und das ist das, was mir unheimlich viel Freude macht an dem Thema Projektmanagement, was ich auch wirklich schon über 30 Jahre mache und auch inzwischen seit über 10 Jahren mehr oder weniger lehre. Und das ist eigentlich der Kern der Themen sind. Und das ist, nennt sich erstmal, kommt es grundsätzlich aus dem klassischen Projektmanagement. So, das ist jetzt ein Thema Projektmanagement. Jetzt schauen wir uns mal ein anderes an. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Das nächste wäre Inkrement. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Was hier. Okay. Ja, da muss ich da wirklich noch nie. Jetzt kommen wir ganz langsam ins Agile rein. Ne? Und das agile Projektmanagement gibt es ja auch schon seit, was weiß ich, wie lange. Aber das Thema Inkrement, wo kommt es her? Na, da hat der gute Jeff Patterson, der hat anhand von der Mona Lisa, vom Bild der Mona Lisa, hat er das versucht zu erklären. Na, was ist so das Ganze in Inkrement? Na, das heißt, da ist jemand, der hat eine Idee. So, dann hat er einfach das Bild schon so relativ klare Vorstellung, wie diese Mona Lisa ausschaut. So, und jetzt ist es eben so, sein Gedanke, was heißt ein Inkrement, heißt, so, ich produziere jetzt, ich fertige das. Diese Mona Lisa jetzt in sogenannten Schritten, in Inkrementen. Das heißt, klar, ich fange halt hier jetzt mal mit dem Oberkörper, mit dem Kopf an, dann kommt, sagen wir mal, die Hälfte des Rumpfes mit dazu, des Oberkörpers kommt mit dazu, das ist das zweite Inkrement und dann kommt das dritte Inkrement. Und warum macht er das Ganze? Was heißt das jetzt konkret? So, das Wesentliche beim agilen Vorgehen ist, das kleinste Inkrement, mit dem wir ein Ergebnis bzw. einen Wert liefern können. So, das heißt, was verstehe ich jetzt darunter? Ein Wert, das heißt, wenn ich das erste Inkrement jetzt als Projekt durchgeführt habe, kann ich schon was mit anfangen. Ich sehe den Kopf von der Mona Lisa. Ich habe eine klare Vorstellung, da sind klare Farben drin, da sind die Augen gut erkennbar und das ist im Prinzip aber das Kleinste, dass ich auch eine Rückmeldung kriegen kann. Wenn ich ein Projekt mache, das heißt, ich will ja gucken, dass ich vom Kunden relativ schnell ein Projekt Rückmeldung bekomme über, taugt es was? Gutes Beispiel ist immer momentan, ich weiß nicht, wer zum Beispiel das Office 365 zu Hause hat oder vielleicht auch die Entwicklung von dem neuen Edge-Browser da ein bisschen mitverfolgt hat. Die haben das genauso in Iterationen und inkremental gemacht. Das heißt, sie haben immer ein kleinstes Ergebnis und haben das rausgegeben und erwarten sich dann Feedback. Na, das heißt, sie bringen das alle paar Wochen, kommt das neue Release raus und dann kriegen sie daraus direkt Feedback. Und das ist eben das Wichtige dabei. Die arbeiten so lange im Projekt, bis sie letztendlich ein kleinstes Inkrement haben, wo sie letztendlich dem Kunden, in dem Fall bei Browser sind ja wir die Kunden, oder wenn ich einen Flughafen liefere, also meinetwegen der Flughafen Berlin wäre ein schlechtes Beispiel, da geht noch gar nichts, aber da könnte ich zumindest mal den Check-in schon mal letztendlich liefern, dass sie den Check-in schon mal testen können, ob der in sich funktioniert. Und das ist das, was man unter Inkrement versteht. Das ist der eine, das ist auch ein Projektlebenszyklus. So kann man auch Projekte machen. Dann gibt es noch eine dritte Version, das ist die sogenannte Iteration.
Diese drei Begrifflichkeiten muss man einfach kennen, damit man das agile Projektmanagement ein bisschen versteht. Darum muss ich da ganz kurz drauf eingehen. Hier ist jemand, der hat auch eine Idee, aber nur ganz schemenhaft. Das heißt, er weiß noch nicht so genau, wie sollte das ganze Ding werden. Das heißt, er hat so ganz grob, ich weiß nicht, ob jemand künstlerisch veranlagt bin, ich nicht. Aber ein Kumpel von mir, der zeichnet auch ganz, ganz tolle Bilder, der macht sich erstmal solche Skizzen, so ganz schemenhafte Skizzen. Wie könnte denn das ganze Ding werden? Das heißt, es ist eigentlich die Iteration 1. Auch mit dem könnte er jetzt zu einem zu mir kommen und sagen, du, Joachim, was hältst denn du von dieser Skizze? Dann sage ich, ja, ich kann das schon erkennen, das könnte die Mona Lisa werden. Ja, Farben kann ich noch nicht sehen, aber so die Umrisse, die sind schon mal ganz klar. Und das nennt man schon mal eine Iteration. Und so geht es eben weiter. Die nächste Iteration, das heißt, da kommen schon jetzt eher pastellmäßig, so die ersten groben Farben kommen drauf, bis eben mit der letzten Iteration, sagen wir mal, diese letztendlich die Mona Lisa klar erkennbar ist. Na, das ist schon mal der Unterschied zwischen inkrementaler Vorgehensweise im Projektmanagement und der iterativen Vorgehensweise im Projektmanagement. Manchmal macht es Sinn, nur so zu arbeiten, manchmal macht es Sinn, so zu arbeiten. Das agile Projektmanagement macht eigentlich in der Regel beides. Ne? Was ist die einfachste Iteration, die wir für die Umsetzung verwenden können? Ne? Das heißt, wenn wir das jetzt mal das Und hier für uns mal definieren, ne, oder mal kurz drüber nachdenken, dann heißt es, okay, ich habe schon schemenhaft da, das könnte skizziert, ich habe ja die Mona Lisa, so und davor nehme ich jetzt meinetwegen hier, sagen wir mal, nochmal den Kopfbereich und den bereite ich soweit fertig vor. Und so kann ich die beiden dann zusammen letztendlich zusammenfügen und das Ganze heißt eigentlich, das ist ein agiles Vorgehen. Ne? Im Prinzip die kleinste Inkrement mit der einfachsten Iteration. Das heißt, ich will zum Beispiel das wieder portiert auf die Software. Ich will nicht, dass dieser Edge-Browser zum Beispiel von Anfang an 100% fertig ist, sondern ich gebe jetzt einfach mal eine erste Version raus, so mit ein paar Features weniger oder halt nur mit den ersten einfachen Features. So, und dann hole ich mir Feedback vom Kunden draußen, die sagen mir, ja, das passt mir nicht, das hat gut geklappt, das passt mir nicht. So, und das ist letztendlich agiles Vorgehen. In dem Moment, dass man sagt, okay, die einfachste Iteration, und zusammen, dass es auch noch funktioniert, dass man dem Kunden, also uns als Kunde, letztendlich einen Wert liefert. Und das sind im Prinzip, das ist agiles Vorgehen, wenn man das genau nimmt. So, jetzt gibt es natürlich die Mischformen. Die Mischformen, jetzt habe ich mal so die reinen Formen erklärt. So, und das wahre Leben besteht natürlich in der Regel aus Mischformen. Da gibt es aus dem klassischen Projektmanagement, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, wenn nicht, nehmt ihr den heute mit, der klassische Wasserfall. Na, das heißt, ich habe hier, ich gehe jetzt mal ganz kurz ganz durch. So, ich habe hier ein Konzept. Nehmen wir mal vielleicht auch einen Hausbau oder irgendwas. Na, da kommt irgendjemand, dann kommt der Architekt und fragt meinetwegen an, der macht ein Konzept. Wie kann das ganze Ding ausschauen? Ich will ein Häuschen bauen, gehe zum Architekten so und der macht dann ein Konzept daraus. So, und über von diesem Konzept, das sage ich dann, jawohl, Architekt, das gefällt mir gut, das kriegst du von mir unterschrieben. So, und dann gehen wir hier, dann macht er eine Spezifikation draus. Das heißt, da kommen dann die ganzen Anfragen an die Maurer, an Hochbau, an Elektriker, an was weiß ich was, an Maler, an Installateur und so weiter und so fort. Und die Spezifikation wird dann im Prinzip ein Angebot und ein Auftrag draus. So, und dann sage ich, jawohl, die Fliesenfarbe, die gefällt mir, kriegst du auch eine Abnahme. Dann geht der nächste Schritt, dann sind all diese Menschen da und bauen mir mein Häuschen, na, bis das Häuschen steht. Und dann gehe ich natürlich hin und sage, jawohl, das Ding passt mir oder das passt mir nicht. Und dann im Prinzip übernehme ich das Haus oder die Anlage, den Flughafen oder sonst irgendwas. Und dann nutze ich mein Häuschen. Ne? So, das ist so die klassischste Form aus dem Projektmanagement. Geradeaus klassischer Wasserfall, Konzept, Spezifikation, Umsetzung, Abnahme. Beim Agilen jetzt. Agil ist ja wirklich das, wo man, sagen wir mal, die Phasen sehr viel kürzer macht. Beim agilen Projektmanagement sieht jetzt die Welt ein bisschen anders aus. Das heißt, und zwar, wir haben hier, sagen wir mal, ich sammle hier Ideen. Das ist das, was wir vorhin beim Design Thinking gehört haben. Wir haben nur vage etwa, das Produkt ist noch nicht klar.
Das Produkt ist so in etwa, so ganz am Anfang haben wir aber erst nur vage Ideen. Und das kann man durchaus mit Design Thinking, diese Prozesse vom Design Thinking, wenn ich zum Beispiel eine neue Software oder eine neue App entwickle, das kann durchaus in diesem Prozess so laufen. So, und dann gibt es natürlich hier zudem natürlich entsprechend eine Version 1. Das ist mal so rudimentär, da funktioniert ein bisschen was und dann lasse ich mir da einfach mal ein Feedback geben. Ja? So, und so gehen die ganzen Iterationen da durch. So, und das kann dann wirklich so ausschauen. Dann kommt da nochmal irgendwo so eine Iteration, probieren wir nochmal was aus, dann probieren wir nochmal was aus, bis dann eben das nächste, sagen wir mal, die nächste Version, die wir rausgeben, da hat der Kunden wieder einen Nutzen draußen. Das heißt, er kann mir wieder ein Feedback geben. Und so werden mehr oder weniger diese Projekte letztendlich permanent weiterentwickelt. Und was ist jetzt hier der große Unterschied zum klassischen Projektmanagement? Hier hat der Architekt ganz klar festgelegt, die Farbe, die Fliesen, diese Fenster. Und das ist beim Agilen was ganz anderes. Das heißt, ich gucke da ständig, habe ich neue Ideen oder sonst irgendwas. Und so entwickelt sich das erst langsam. Ich habe keine klare Vorstellung, was da hinten letztendlich das Produkt genau bedeutet. Das heißt, ich entwickle mich ganz langsam dahin. Na, das heißt, ein Stückchen nach dem anderen, aber immer habe ich dann irgendeine neue Version, wo ich dann vom Kunden mehr oder weniger mir ein Feedback abholen kann. Okay, also das hybride Projektmanagement ist, wenn man es genau nimmt, nichts anderes wie die Mischung aus klassisch und agilen Projektmanagement-Phasen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Modelle. Das heißt, ich kann natürlich, sagen wir mal, die Anfangsphase, bis ich einigermaßen weiß, was ich will, kann ich relativ, sagen wir mal, agil gestalten. Das heißt, über Design Thinking, sonst irgendwas, können wir uns irgendwo, sagen wir mal, unseren sogenannten Use Cases, Product Backlog, können wir uns einigermaßen füllen, bis wir dann klar haben, okay, das ist es. Dann hauen wir das Ding da klassisch durch, gehen in die Abnahme rein und das Produkt ist fertig. Na, das ist so, das ist eine Version, wie so ein hybrides Projektmanagement ausschauen kann. Kann aber auch so sein, dass wir meinetwegen, nehmen wir jetzt mal vielleicht einen Flughafen, da passt es vielleicht besser. Oder ja, doch, lassen wir mal einen Flughafen. Da ist klar spezifiziert, was wir haben wollen. Bei der Software wissen wir es aber noch nicht so genau. Und bei der Software wird dann während der Umsetzungsphase, jetzt sagen wir mal, die Software, zum Beispiel für die Bedienjournals, um da mal ein Beispiel zu sagen, einfach noch mal mit dem Kunden zusammen gemeinsam weiterentwickelt, beziehungsweise überhaupt entwickelt. Wie soll die, sagen wir mal, die Benutzeroberfläche sein? Wie soll das sein? Währenddessen im Prinzip der restliche Teil schon, da wird die Landebahn, die Stadtbahn wird schon gebaut, das Gebäude wird schon gebaut, alles wird ganz normal gebaut. Nur bei der Software gehen wir eben agil vor. Das ist auch mehr oder weniger hybrides Projektmanagement. Das heißt, in dieser Phase bin ich komplett, einmal habe ich einen komplett klassischen Strang. Ich habe aber den vermischt auch mit einem, sagen wir mal, agilen Strang. Das Gleiche kann natürlich auch hier in der Abnahmephase sein, dass man sagt, okay, bis dahin waren wir noch relativ klassisch, straight, klare Beschreibung, klare Spezifikation, was wollen wir haben. Aber ab da lassen wir auch viele Änderungen vom Kunden zu. Da soll der Kunde mal ein bisschen mitspielen. Dann können wir ja die Software noch mal ein bisschen anpassen. Bei der Mechanik wäre es dann schwierig, würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber letztendlich auch der Abnahmeprozess kann mehr oder weniger mit agilen Aspekten letztendlich durchgeführt werden. So, das ist so im Großen und Ganzen mal das hybride Projektmanagement. Na, wenn ich das jetzt mal auf einer anderen Grafik, die mir recht gut gefällt, das ist, wo ist genau der Unterschied zwischen plangetriebenen, also klassisches Projektmanagement, und visionsgetriebenem Projektmanagement? Das ist einfach, in dem klassischen Plangetriebenen ist der Leistungsumfang, sprich mein Häuschen, was ich bauen will, ist klar beschrieben. Der ist auch fix, da ändert man nichts. Das bleibt so. Was im Prinzip eher flexibel ist, sind oftmals die Kosten. Die meisten Kosten bei Projekten in Deutschland werden ja überstiegen, siehe Stuttgart 21 oder Fluke oder Elbphilharmonie. Also hier ist es eher im Schätzprozess und der Termin ist oftmals auch nicht so fix. Das ist so das klassische Projektmanagement-Dreieck im plangetriebenen Projektmanagement. Und gegenübergestellt, was ist beim agilen Projektmanagement? Agiles Projektmanagement heißt, ich arbeite ganz, ganz eng mit dem Kunden zusammen. So, und was habe ich mit dem Kunden zusammen? Das Budget und den Termin.
Das ist das einzig Stabile. Was er nachher bekommt, das weiß der Kunde ja oftmals noch selber gar nicht. Das heißt, hier sind wir wirklich, hier haben wir gemeinsam mit dem Kunden eine Vision. So, und das heißt, und diese Vision versuchen wir gemeinsam letztendlich, sagen wir mal, zu einem Projekt, zu einer Software, zu einem irgendwas letztendlich gemeinsam zu schaffen. Das ist eigentlich der flexible Teil. Und das sind hier auf einem Bild eigentlich, was zwischen klassisch und agilem Projektmanagement beziehungsweise visionsgetriebenen Projektmanagement eigentlich der größte Unterschied ist. Jetzt schauen wir uns mal das Thema agil an. Wo kommt es eigentlich her? Gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte rein. Grundsätzlich ist Lean Management, weiß nicht, ob es der eine oder andere mal gehört hat, aber es kommt eigentlich aus dem Prozessmanagement und komischerweise sogar aus der Automobilbranche, und zwar damals aus Japan von Toyota. Na, da hat man sich so die Prozesse ein bisschen angeschaut und hat dann überlegt, ja, wie kriege ich denn das hin? Da haben wir ja sagen wir mal, ein Stück nach dem anderen wird hier produziert. Wie kriegen wir das hin, dass wir das sauberer hinmachen, dass wir das schneller, mit weniger Fehlern, das war eigentlich das große Ziel, mit weniger Fehlern letztendlich produzieren kommt. Da kommt das Ganze her aus dem Prozessmanagement, nicht aus den klassischen Projekten, sondern wirklich aus den Fertigungsprozessen. Ne? Und da hat man natürlich gesagt, okay, das Agil, die Agilität darüber, das ist nichts anderes wie ein Sammelbegriff. Und gibt es natürlich schon mal die ganzen der Scrum Guide und es gibt viele andere Beschreibungen, wie das Ganze funktioniert. Aber letztendlich geht es hier darum, dass es mal recht gut beschrieben ist. Und hier ist es nun mal so, dass bei dem Agilen, da sagen die zum Beispiel ganz klar, da gibt es einen Wert, der heißt, die Individuen, die Interaktion der Teams, die stehen über den Prozessen und Werkzeugen. Das gab es beim Projektmanagement. Ich komme aus dem klassischen Projektmanagement. Da war das ganz klar, der Projektleiter, der sagt, wie es geht und die ganzen Prozesse sind fest. Und agil sagt, also wenn ich mich so streng an die Prozesse halten muss, dann bin ich nicht so flexibel, um eben, sagen wir mal, neue Ideen einzubringen. Das tut mir weh. Und deswegen haben die ganz klar gesagt, okay, die Interaktion zwischen den einzelnen Teilen und auch mit den Menschen untereinander, die ist uns wichtiger wie Prozesse. Heißt natürlich nicht, dass man keine Prozesse einhalten. Aber letztendlich, wir müssen darauf achten, dass wir hier, sagen wir mal, die Flexibilität reinbringen. Das ist ein Teil. Dann haben sie natürlich auch gesagt, eine funktionierende Software ist uns wichtiger wie eine Dokumentation. Ja, die haben dann gesagt, okay, im Agilen, ich brauche gar nicht mehr so viel aufschreiben. Weil wenn es hinterher funktioniert, das ist mir lieber, wie wenn ich hier 25 Bücher drüber geschrieben habe und es funktioniert hinterher nicht. Drum, also das ist alles agil. Agil heißt einfach, wir probieren viel. Und es ist tatsächlich viel Probieren dabei. Gerade bei visionsgetriebenen Themen, es wird viel probiert. Und wenn es nicht funktioniert, dann probiere ich es halt anders. Und das ist halt, sagen wir mal, das, was Agilität eigentlich ausmacht. Und in dieser Agilität gibt es natürlich unterschiedliche Methoden. Eins davon ist das Scrum, sehr, sehr weit verbreitet. Das ist im Prinzip 56% von den Firmen, die, sagen wir mal, agil behaupten, sie arbeiten, agil nutzen. Letztendlich die Reihenform von Scrum. Es gibt noch welche, die eher so die sagen wir mal, Scrum kleingeschrieben nutzen. Dann gibt es natürlich noch das Kanban und die anderen adaptive Software. Muss ich jetzt alles nicht erklären, wenn es euch interessiert. Die Folien könnt ihr ja haben. Dann könnt ihr es mal nachschlagen, weil ich will nur noch mal im Rahmen von heute kurz auf das Thema Scrum eingehen, weil es doch extrem weit verbreitet ist. Und sagen wir mal, ich auch selber ein großer Anhänger von diesem Prozess bin. Ja. Okay. Gehen wir mal direkt auf Scrum ein. Scrum, da gibt es einen Scrum Guide, der ist, sagen wir mal, das ist ein relativ kleines Stückel Papier, der schreibt da gar nicht viel fest. Ja, das Ganze ist fast so, die wesentlichen, sagen wir mal, Prinzipien sind in diesem Guide hier zusammengefasst. Da steht, das sieht, glaube ich, auch nur 17 oder 18 Seiten, lass es auch 20 sein, ich habe es jetzt genau nicht im Kopf, aber es ist ganz wenig. Okay, ich brauche es natürlich auch für die Zertifizierung, klar. Es gibt zwei Autoren, die das haben. Das ist Ken Schwaber und Jeff Sutherland. Und das Ganze ist frei verfügbar, ist auch downloadbar. Der aktuelle Stand ist momentan November 2017, wird auch ständig aktualisiert. Also von dem her kann man sich darauf verlassen, dass das recht gut funktioniert. Und da ist auch der Link dazu. Also ihr könnt euch in, ich glaube, 20, 30 Sprachen gibt es den inzwischen, weil das der Scrum ist als Methode, sagen wir mal, weltweit extrem verbreitet und das hilft uns natürlich schon. Ne? Und Scrum,
ist ein bisschen basiert auf dem Thema iterativen Vorgehen, Modell. Und was bei dem ganz wichtig ist, ist das Thema kurze Umsetzungszeiten. Das heißt, das, was wir vorhin gesehen haben, na, oder gehört haben mit dem Thema eine Iteration, wo der Kunde einen Nutzen hat, da sagt der Scrum Guide ganz klar, 4 Wochen ist der längste Zeitraum. Das heißt, nach 4 Wochen will ich ein nutzbares Ergebnis sehen. Und das ist das, wenn jemand nach Scrum arbeitet, dann ist es wirklich so. Dann hat er nur so viele Features zu realisieren, wie er nach 4 Wochen auch letztendlich prüffähig, feedbackfähig den seinem Kunden übergeben kann. Und das ist auch eine der ganz, ganz, ganz wichtigen Regeln. Die haben wirklich wenige, vielleicht 5, 6 wichtige Regeln. Eine davon ist, da gibt es auch den Begriff Timebox dazu, nennt sich das. Also wirklich eine festgeschriebene Zeit. Und da gehört im Prinzip halt so ein Sprint dazu. Da kommen wir nachher nochmal ganz kurz darauf, ne? Was das letztendlich konkret bedeutet. Okay, die nächste Folie überspringe ich jetzt. Aber das da will ich noch ganz kurz erklären. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Fahrzeug kennt. Das ist ein Peugeot, eine Ente, hat man früher gesagt, also 2CV. Und ich habe selber mal eine gefahren. Aber daran kann man das wirklich nochmal super erklären. Und zwar im Agilen. Das ist das, was man vorhin gesehen hat bei der Mona Lisa, der kleinste Wert, mit dem ich auch ein Feedback mir abholen kann. Na, schauen wir uns mal das erste an. Also das Ziel ist, dass wir mal ein Deux-Vaux haben, ein Orten nur einigermaßen, ja, grau muss er sein, 4 Räder. So, das heißt, wenn wir hier vorgehen würden und nur mal nur ein Rad produzieren in unserer Entwicklungszeit, kann ich nicht erwarten, dass ich ein sinnvolles Feedback kriege auf mein Produkt nachher hin. Ne? Und er sagt da, so funktioniert das nicht. Ne? Deswegen gefällt mir das Bild so gut. Einmal, weil ich 2CV, ich habe selber so ein Ding gefahren, allerdings als Kastenende. Und weil es einfach das super klasse darstellt. Und auch hinten, wenn ich nur das Chassis habe, unten, mit dem kann ich auch kein gescheites Feedback erwarten. Das Gleiche ist auch wenn ich dann einen Roller kreiere, da sagen wir mal ein ordentliches Feedback zu kriegen zu meinem Produkt vom Kunden, unmöglich. Weil das im Prinzip, ich muss das selber antreiben. Ich habe da noch 2 Räder, steht da drauf. Was erwartest du für ein Feedback von mir? Oder wenn ich da draus, also ein Motor, das ist ein Motor, ein Fahrrad mit Hilfsmotor, Solex, ich weiß nicht, ob das jemand noch, ne, das kennt ihr wahrscheinlich alle nicht. Das Ding ist uralt, aber es ist ein klasse Gerät gewesen. Da hast du den Motor, müsst ihr euch mal vorstellen, den Motor wirklich von Hand nach vorne auf den Reifen gedrückt und dann war hier vorne so ein kleines Rädchen, das hat dann den Reifen angetrieben. Ein ganz tolles Ding. Also das gibt es, ich glaube, ich habe gar keine mehr gesehen in den letzten Jahren, aber nichtsdestotrotz, das Bild stellt es super dar. Wo der Kunde was anfangen kann, ist, wenn er zumindest mal schon mal hier ein Chassis hat und vielleicht das Führerhäuschen schon mal, so, dann kriegt er eine erste Idee, dass der Motor auch schon drin, so, er kann hier schon die ersten Fahreigenschaften. Da kriegt er schon ein erstes ordentliches, hat er einen Wert, das Produkt hat einen Mindestwert, mit dem ich als Lieferant, als Projektleiter oder sonst irgendwie, also kann ich vom Kunden ein echtes Feedback erwarten. Und so entwickelt sich das weiter. Die nächste Iteration kommt dort hinten mal so ein Kasten drauf. Vielleicht haben sie eben im Werk dann mal was getan. So, dann haben wir schon mal das Chassis soweit fertig. Die Schutzbleche sind noch nicht ganz, die Farbe passt auch noch nicht, bis wir das Ding fertig haben. Und deswegen gefällt mir das Bild so gut, weil es erklärt das Thema agiles Projektmanagement wirklich klasse. Wenn man das Klassische nochmal dagegen hält, ne, das klassische Projektmanagement, dann würde ich dem Kunden erst ab hier was zur Verfügung stellen. Dann dürfte er erst das erste Mal ins Auto reinsitzen. Ne, und das ist eben das, was das Agile dem anderen einfach vorhat. Und das ist das, was eigentlich klasse läuft im agilen Projektmanagement. Darum bin ich so ein Riesenanhänger von hybridem Projektmanagement, weil ich behaupte, nahezu alle Projekte lassen sich hybrid machen. Weil im Prinzip gewisse Sachen kann ich wirklich flexibel gestalten mit Änderungen, aber auf der anderen Seite muss ich trotzdem einem festen Plan durchgehen. Also sagen wir mal, ein Flughafen, ich kann nur bestimmte Anteile agil machen, bestimmte Anteile müssen wirklich klassisch durchgezogen werden, weil sonst funktioniert es nicht. Aber wie gesagt, die meisten behaupte ich, kann man in Summe gesehen hybrid machen. Ich glaube, die letzte Statistik, die ich gelesen habe, da waren nur noch, glaube ich, 14% der Projekte rein klassisch. Und das ist wirklich, das entspricht etwa auch meinem Gedanken. Okay, so jetzt zu Scrum. Scrum, wie funktioniert Scrum? Scrum, sagen wir mal, das Herzstück von Scrum ist der sogenannte Sprint. Ich will das mal so aufzeichnen. Das ist der Sprint.
Das heißt, wir haben ja vorhin mal gehört, auch beim Design Thinking, so die ersten Ideen. Ne? So die ersten Ideen, was könnte man denn für ein Produkt generieren, was könnte man denn so machen. Da haben sich dann die Menschen auch zusammengesetzt und haben sogenannte Stories oder Use Cases, haben die einfach mal Szenarien einfach mal entwickelt. Wirklich Fantasie laufen lassen und die ganzen Dinger kommen dann in einen sogenannten Product Backlog. Das heißt, wirklich in so eine Kiste rein, wo ich sage, okay, das sind alles Dinge, User Stories, die ich irgendwann mal umgesetzt haben will. So, und die werden dann natürlich entsprechend priorisiert. Das heißt, ich habe dann, okay, ich muss dann meinen Mindestwert, das heißt auch da, jetzt muss ich schon überlegen, was muss ich denn von den Stories zusammenbringen, damit ich meinem Kunden einen Mindestwert liefern kann. Das Ganze letztendlich wird dann in der Reihenfolge letztendlich priorisiert und liegt dann sozusagen in diesem Sack von Stories und zwar schon fertig priorisiert im sogenannten Product Backlog. So, und daraus wären dann natürlich die sogenannten Sprintziele. Das Ding heißt tatsächlich Sprint. Ja, das ist ziemlich verenglischt oder verdeutscht oder so gesagt. Es gibt keine deutschen Begriffe dazu. So, dann. Im Prinzip, jetzt habe ich hier mal so meinen ersten Prozess, habe ich schon mal durch. Ich habe so meine ersten User Stories, ich habe die alle mal sortiert und ich habe die auch in Abhängigkeiten ein bisschen gebracht. So, und jetzt hocken die Menschen da zusammen. Das ist der Product Owner, da gibt es natürlich einer, der ist für dieses Produkt letztendlich der Verantwortliche. Dann gibt es hier natürlich den Scrum Master oder Vermittler im Team. Und dann gibt es natürlich noch die wichtigsten, das ist das Team selber. Mehr Rollen gibt es in Scrum nicht. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, wo ist da der Projektleiter? Scrum selber hat keinen Projektleiter mehr. Nichtsdestotrotz, ich komme ja aus dem wahren Leben, haben trotzdem die Projekte, die meistens als Programme durchgeführt werden, irgendwo darüber schon noch einen Program Manager oder Projektleiter. Aber letztendlich für den eigentlichen Sprint sind nur die letztendlich da. Da ist auch kein Projektleiter mehr da, sondern die Sprints organisieren sich selber. So, also jetzt hocken die Burschen da zusammen oder auch Mädels. Okay, also dann hocken die sich zusammen und die holen sich jetzt endlich die Storys raus und sagen, okay, ich als Team kann nur das schaffen. Das heißt, die holen sich die Aufgaben. Nicht der Projektleiter sagt, du machst das, sondern die holen sich die Aufgaben und sagen, okay, die bewältige ich in diesen 4 Wochen, mehr kann ich nicht machen. Und das ist schon mal der Riesenunterschied zum klassischen Projektmanagement. Das ist das, was mir so gefällt. In Abhängigkeit natürlich zueinander holen die sich die Aufgaben. Und das ist das, was damals im Agilen bei Toyota letztendlich entwickelt worden. Die Home haben sich ihre Aufgaben geholt, ihre Arbeit. Und das funktioniert halt in der Softwareentwicklung und in anderen Projekten wirklich super. Das ist echt eine Klasse. Okay, und dann arbeiten die 4 Wochen lang dadurch. Da gibt es natürlich dann hinterher gibt es das sogenannte Refinement Meeting, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Hier ist dann das Review. Die zwei will ich noch kurz eingehen. Das heißt mehr oder weniger die Abnahme. Das sagt dann der Product Owner und die Stakeholder: Jawohl, das passt, was du da uns da geliefert hast, mein liebes Team. Die arbeiten wirklich alles durch und du kriegst die Abnahme von mir für diesen 4-Wochen-Sprint. Und hier hinten auch ein ganz, ganz wichtiges Meeting. Das ist auch das Gute bei dem agilen Projektmenschen nach 4 Wochen. Machen die so eine Art Lessons Learned. Das heißt, die schauen mal, wie haben wir als Team zusammen funktioniert. Das ist schon mal das. Das heißt, die halten sich gegenseitig den Spiegel vor und schauen nicht das Ergebnis an, sondern die schauen an, wie haben wir denn funktioniert zusammen. Das ist mal eine ganz neue Sichtweise. Und dann hinterher, letztendlich haben sie ein sogenanntes Potentially Shippable Product Increment. Das heißt, es ist das, was der Kunde Feedback geben kann. Es gibt hier ein paar Tools. Schaut euch das einfach mal an. Weil, wie gesagt, ihr könnt euch mal zum Beispiel Factro, die kann man auch im gewissen sagen wir mal, gewisse reduzierte Versionen kann man auch einfach kostenlos testen. Schaut euch da mal rein, was ihr da alles mitmachen kann. Also guckt euch mal Factro an. Vielleicht kennt ihr ja Teams, da gibt es ja den Planner mit dazu. Da ist der Planner, da könnt ihr auch mal ein bisschen was machen. Oder ihr schaut euch mal Trello an, das läuft ja jetzt parallel. Wirklich. Macht euch mal, guckt euch mal so das eine oder andere einfach mal an und schaut, wie man so Projektmanagement anhand von Kanban-Boards machen kann. Weil man kann das auch in der Schule super nutzen. Da muss man nicht mal Riesenprojekte machen. Ich kann hier mit Factro oder mit Planner,
Ich kann meine Arbeit strukturieren. Ich könnte sogar meinen Lernplan mitmachen, wenn ich das will. Na, ich habe es erledigt, das mache ich. Also es ist wirklich klasse Dinge, die man hier mitmachen kann. Schaut euch die Themen einfach mal an. Ich kann es nur empfehlen.